Dieses Thema heute Abend, nämlich ob das wirklich so ist, dass man dadurch, dass man Christ wird, wirklich umso dümmer wird, das kann ich mir so schwer vorstellen. Es gibt da so allerlei Probleme, denen wir natürlich begegnen, und ich möchte das so sagen und ich gestehe euch das auch zu, dass es gewiss Menschen gibt, denen ihr begegnet seid, die vielleicht gesagt haben, sie seien Christen. Und naja, wo man da manchmal schon mal gedacht hat, die haben eine Schraube locker, das kann alles sein. Nur ich glaube ganz sicher, dass es auch andere Leute gibt, die irgendwo weniger intelligent sind, aber müssen das unbedingt die Christen sein? Ich glaube das nicht. So einfach kann man die Dinge nicht abhaken. Normalerweise geht man ja davon aus, dass Christen oder überhaupt das Christentum, der Glaube, für so ganz bestimmte Gruppierungen nur da ist, so, ich würde sagen, ab 80, so Oma, nicht, so, die nicht mehr gerade gehen kann und die auch keine 2 Zentimeter mehr vor sich gucken kann, die mal schon führen muss, nicht, und so einen alten Opa, der überhaupt nicht mehr aus dem Bett kann, für den ist gerade Glaube im Moment richtig, nicht so, aber meistens sind es ja die alten Omas, die dann beten und so. Aber ist es wirklich so? Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Situation bei uns zu Hause, als meine Eltern zum Glauben kamen. Ich sagte ja schon, wir haben 2 Betriebe zu Hause gehabt, muss ich dazu sagen, gehabt. Meine Eltern wollten nicht mehr weitermachen, für wen auch, wenn die Kinder da nicht nachsteigen. Haben dann eben Teile verkauft und so weiter, jedenfalls haben sie es nicht mehr. Und ich weiß noch sehr gut, wie damals in unserer kleinen Stadt, aus der ich komme, erzählt worden ist: Du, der Wendis Fritz macht Bankrott. Der ist nämlich fromm geworden. Aha, aber nichts dran. Oder andere haben gesagt, na wahrscheinlich ist er schon bankrott und jetzt so um sein Geschäft zu retten, wird er fromm. Aber auch nichts dran. Irgendwie hat man den Eindruck, wenn man im Allgemeinen davon so erzählen hört, dass die Leute meinen, naja, Christen können mit moderner Naturwissenschaft und so gar nicht mehr umgehen. Die sind einfach so Hinterwäldler oder wie immer man die auch nennen mag. Aber ist das wirklich so? Ich möchte heute Abend versuchen, mit euch mal ein Experiment zu machen. Wir müssen da versuchen, jetzt ein Stückchen mitzudenken, ganz konkret mitzudenken, mitzuarbeiten. Und ich möchte versuchen, einmal zu zeigen, wo, wenn man von der modernen Naturwissenschaft herkommt und darüber spricht oder sich darüber Gedanken macht oder Forschungen anstellt, wo man hinkommt, wenn man, ich will es mal anders sagen, wenn man dem Schöpfer irgendwie, wo, wann ist die Sache ja entstanden. Und mit Sicherheit nicht nur von diesem bisschen Urknall da, dass die Materie irgend so eine Urzelle da fürchterlich gescheppert hat und dann war mit einem Mal alles da. Und dann hat sich Materie irgendwo in Bewegung gesetzt und mit einem Mal war da ein Professor, der hat noch viel mehr gekonnt als die Materie. Überlegt euch mal so einen Blödsinn, aber wie auch immer. Zunächst mal, stellt euch vor, wenn wir diesem Schöpfer auf die Spur kommen wollen, und das ist eine tolle Sache, dann kann ich mir nicht vorstellen, wo ein Christ ein ordentlicher Naturwissenschaftler wird, dass der weniger kann als einer, der sagt, für ihn ist die Materie Gott. Aber erklären wir gleich noch. Sondern ich glaube, da, wo jemand glauben kann an den Schöpfer, plus guter, arbeitender, forschender Naturwissenschaftler ist, dass er wesentlich Besseres schaffen kann als einer, der nicht Christ ist. Warum? Ihr Lieben, wir können Gott nicht, ich will es mal so sagen, in sein Labor, auf seine Finger schauen, ohne in Gefahr zu kommen als Menschen, gewisse Dinge nachmachen zu wollen. Und damit ja nicht genug, sondern man will ja dann die Sache noch besser können. Man will ja damit beweisen, dass man mindestens, auch wenn nicht noch größer ist als dieser Gott. Und damit degradiert man Gott dann so zu einem, naja, kleinen Computer, den man in der Westentasche transportieren kann, der dann eben auf Knopfdruck arbeiten muss, wie ich will. Nur, ist das wirklich so? Kann man mit Gott wirklich so verfahren?
Oder entsteht nicht eine Tragödie in dem Moment, wo man zwar Gott auf die Finger schaut, wo man in sein Labor oder in seine Schöpfung hineinschaut, in die Hintergründe, eben wenn man versucht, über Gott zu stehen und nicht mehr in den Grenzen bleibt, die Gott uns bewusst gegeben hat. Ich sage es mal ganz schlicht. Da, wo ich anfange, zwar in die Geheimnisse der Schöpfung einzusteigen, mich aber nicht mehr dem Schöpfer unterzuordnen, geschieht genau das, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat. Wisst ihr was? Dass diese ungeheure Materie, die Gott geschaffen hat, plus unserem Geist uns zur katastrophalen Not oder zum Verhängnis, zur Katastrophe wird. Wenn ich als Mensch mich nicht mehr einordne in das, was Gott vorgegeben hat, und bitte, ich bin Geschöpf Gottes und ich bin von Gott auf Liebe hin geschaffen, hatten wir gestern Abend angedeutet. Nur wenn ich da heraus, wenn ich da aussteige und ich, ja nicht nur, weil ich selber meine, größer zu sein als Gott oder Gott in den Griff zu bekommen, leider merkt man das ja leider dann immer viel zu spät, dass Satan mich in den Griff bekommen hat, entsteht Folgendes, dass die Katastrophe, sprich vom Wort Gottes her, dass der Fluch Gottes über meinem Leben und in meinem Leben erfahrbar wird, genau da, wo man auch in der Naturwissenschaft nicht mehr die Grenzen Gottes respektiert. Ich will das versuchen zu erklären und zu zeigen, aber euch zunächst ein Wort lesen aus dem 1. Korintherbrief, was der Apostel Paulus fast provokativ schreibt gegen die, die meinen, sie kennten schon was, sie wüssten schon was, sie seien schon wer oder weiß ich was alles. Er schreibt Vers 18 im 1. Korintherbrief des 1. Kapitels, ja, 1. Korinther 1, 18 also, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft, eine Dynamis von Gott. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Ich werde heute Abend keinen Vortrag halten gegen die Wissenschaft, nur dass wir uns da gleich richtig verstehen. Nur da, wo man meint, Wissenschaft könnte sich über den, der diese Schöpfung erschaffen hat, stellen, wird man dahin kommen, dass die große, nicht Weisheit, sondern sein großes, angebliches Wissen ihm selber zum Verhängnis wird. Das will ich erklären. So wie wir es gestern Abend gelesen haben in Römer 1, dass er zum Narr wird, obwohl er einen Kopf voll Wissen hat. Es ist interessant, dies einmal zu beobachten, und ich werde das auch gleich mit euch tun. Wo sind nun die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und zwar indem, dass er seinen Sohn Jesus Christus so einfach in diese Welt geschickt hat. Nicht als König, als den, der hier so erstmal allen anderen Königen die Köpfe abgehackt hat, sondern der als Kind in der Krippe kommt und der dann als Mann am Kreuz schmählich stirbt. So was Verrücktes, wie kann Gott nur sowas tun? Warum? Weil er seine Erlösung für jeden verständlich macht, ganz einfach. Nicht da irgendwo hochwissenschaftlich. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt zu retten, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Nach Philosophie also. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, also uns auch aus den Nationen,
predigen wir Christus als göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Das heißt, das ist also viel mehr als nur so ein bisschen wissenschaftliches oder naturwissenschaftliches Denken. Der Mensch glaubt ja grundsätzlich an, will es mal so untergliedern, an drei Dinge. Erstens, er glaubt entweder an Gott den Schöpfer und damit auch an den Herrn Jesus Christus, seinen Sohn. Zweitens, er glaubt an den Atheismus, das heißt, der Atheist glaubt ja auch. Und zwar glaubt er, ist ja eine negative Seite, eine Verneinung, er glaubt an die Nicht-Existenz Gottes. Nur, wenn ihr heute der modernen Naturwissenschaft einmal euer Ohr leiht, werdet ihr entdecken müssen, dass es wesentlich schwerer ist, jetzt ganz abgesehen von irgendwelchen biblischen Informationen, aber dass es wesentlich schwerer ist, an die Nicht-Existenz Gottes zu glauben, als an die Existenz Gottes. Das Dritte, wenn der Mensch also nicht an Gott glaubt oder kein Atheist ist, das muss ja nicht immer gleich parallel sein, glaubt er an die Materie. Er wird also zum Materialist. In der Evolution findet er ja dann so seine Glaubenslehre. Er glaubt im Prinzip an den angeblich naturwissenschaftlich erforschten, erkannten, bewiesenen Materialismus und damit heute in einer Form, die sich so zusammengesellt hat, ich werde das gleich noch erklären, wieso, warum, an einen atheistischen Materialismus. Der Mensch wird, er muss sogar, seine Begrenztheit, um nicht zu sagen Dummheit, erleben, wo er meint, er könnte ohne Gott leben. Er wird erkennen müssen, zum Beispiel, in diesem selbstgebastelten, was er meint jetzt als für ihn verbindlich und göttlich und weiß ich was zu sein, seine naturwissenschaftliche Erkenntnis, sein sogenanntes Wissen, er wird darin entdecken müssen, wie das in Gottes Wort steht, Ausweglosigkeit wird sich in seinem Leben und auch aus dem, was er da schafft, ergeben müssen, auch für seine Umwelt. Wieso und warum wollen wir jetzt einmal ergründen. Zunächst aber mal Folgendes. Die Hochschulen, die wir heute haben, sind ja nicht erst seit 20 Jahren da, seitdem wir auch hier im Westen mehr oder weniger, auch vielleicht auch 30, 40 Jahren, mehr oder weniger atheistisches Gedankengut verfolgen, sondern die Universitäten sind ja durch, ja eigentlich die Christen, durch unsere christliche Kultur entstanden. Wir wissen zum Beispiel, dass auch in der Erweckungsbewegung, und es ist also gar nicht so, dass die zum Beispiel armen Bauern oder so, die da irgendwo zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, dass das dann so Hinterwäldler waren, sondern dass die oft im Alter von 40 und 50 Jahren sich noch dran gegeben haben und haben Griechisch und Hebräisch gelernt. Nur um Altes wie Neues Testament in der Grundsprache lesen zu können. Und wenn ich so höre, wie zum Beispiel ein sehr bekannter evangelischer Pastor Ernst Modersohn, vielleicht nur den Älteren von uns hier und da bekannt oder durch ein Buch, wie dieser bekannte Mann Deutschlands, ein Evangelist um die Jahrhundertwende oder anfangs unseres Jahrhunderts, wie der wirklich vielen zum Segen geworden ist. Wisst ihr, was dieser Mann gesagt hat? Meine Professoren waren die in den Lederschürzen. Und zwar ist er als Pastor ins Siegerland gekommen, als evangelischer Pfarrer und war selber nicht gläubig. Das hat man heute noch viel öfter. Warum? Weil die Theologen heute Atheisten sind. Sie glauben an die Nichtexistenz Gottes. Aber da waren sogenannte Männer in Schürzen, das heißt Schleifer, und die an den Hämmern standen da, nicht diese großen Hämmer im Siegerland, weil ja da die Eisenverarbeitung war. Und diese Männer, die da wirklich gearbeitet haben und gebetet, oder besser gebetet und gearbeitet, von denen sagt er, das waren meine Professoren. Von denen habe ich Glauben gelernt und beten. Warum? Weil diese Männer beten konnten und da ist etwas geschehen.
Und wisst ihr, ich möchte das so einleitend sagen. Ich will bestimmt keiner sein, der nur so irgendwo Hinterwäldler ist. Das kann man ja auch verstehen. Wenn man da irgendwo vor Leuten sein soll und predigen oder sprechen, auch Vorträge halten, verschiedenster Themen, dann muss man ja wenigstens wissen, was man sagt. Nicht nur dummes Zeug, das ist ganz klar. Nur, ich möchte lieber sehr begrenzt sein und nur so einigermaßen als so ein bisschen Durchschnittsmensch durch diese Welt laufen. Aber einen großen Gott, von dem ich alles erwarten kann. Und wo ich beten kann und Gott greift ein. Ich will es mal so sagen. Lieber einen Gott, wo ich meine Hände falten kann und der Dinge bewirken kann, die kein Wissenschaftler fertigbringt, als ein toller Kerl zu sein mit einem Riesenwissen und doch ein leeres Herz. Und der dann doch nur sein Wissen dazu gebrauchen muss, dass es für ihn selber und seine Umgebung zur Katastrophe wird. Ich kann euch nur eins sagen, da wo ihr selber wirklich verbindlich mit dem Herrn Jesus Christus lebt und ihm gehorsam werdet, da werdet ihr mehr erleben können, als heute auch moderne Naturwissenschaft messen und erkennen kann. Die moderne Naturwissenschaft ist nur auf der Diesseitigkeit aufgebaut und alles, was darüber hinausgeht, an Möglichkeiten, die wir betend haben, da stehen die wirklich im dunklen Wald und da können sie gar nichts mehr erkennen. Auch der Marxismus zum Beispiel hat ja seine positiven, ich will es mal so mitmenschlichen Werte nennen, seine Hintergründe, nicht irgendwo oder seine sogenannten Errungenschaften, die er ja verkaufen will, sondern sie liegen ja auch genau bei diesem biblischen Christus. Und sie können nur auf Werte hinweisen, die schon uralt sind, die man lange vor ihnen hatte, auch wenn sie das versuchen zu leugnen. Es ist der Jesus Christus, der diese Werte in das Leben des Menschen hineingebracht hat. Die modernen Universitäten von heute, die durch wissenschaftliche Arbeit, ich sage jetzt mal so, Wegweiser zum Schöpfer sein sollten, sind leider zu Wegweisern geworden. Und die Tragödie, wie ist sie nun entstanden, wo kam dies her? Nun, ich weiß nicht, ihr seid ja alle noch wesentlich jünger, aber vor noch einigen Jahrzehnten wurden auch an der Universität Vorlesungen nicht damit begonnen, dass man, weiß ich was, nur so auf dem Holztisch rumgehämmert hat oder damit abgeschlossen, sondern begonnen hat der Professor seine Vorlesung, vielleicht wisst ihr das, habt ihr nie gehört, damit, dass er gesagt hat, hat sich vorne hingestellt und hat gesagt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Das heißt, die Vorlesung an der Universität begann so wie zum Beispiel so ein evangelischer Gottesdienst. Nicht? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nur der eigentliche Hintergrund ist ja, wenn ich als Naturwissenschaftler wirklich meine Arbeit ernst nehme, kann ich doch eigentlich nur dies tun, hinweisen auf den Schöpfer. Was will ich denn sonst mehr? Die Wissenschaft ist gottlos geworden. Der moderne Atheismus und ihr Weltbild ist geprägt vom naturwissenschaftlichen Materialismus. Ob dialektischer oder der kapitalistische Atheismus, die Wurzeln liegen beide oder bei beiden im naturwissenschaftlichen Materialismus. Nun, was ist das? Grundsätzlich ist der Mensch heute wissenschaftsgläubig geworden, und zwar genau in dem Maß, wie er bewusst von Gott immer weiter weggekommen ist oder wie er sich bewusst von Jesus Christus gelöst hat. Es ist nicht so, auch wenn uns der ein oder andere uns das so unterjubeln will, es ist nicht so, dass man aufgrund von sogenannten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen so immer mehr Gott aus dem Leben der Menschheit verdrängt hat. Sondern man hat Gott verdrängt und hat dann immer mehr an die Wissenschaft geglaubt. Der Weg war genau also so herum.
Um an die Wissenschaft zu glauben, und jetzt passt bitte gut auf, braucht es einen viel stärkeren Einsatz an Glauben und Vertrauen, als wenn man an Gott glaubt. Naturwissenschaft ohne Gebet ist ein rasanter Weg, von Gott abzukommen. Mit Theologie ohne Gebet geht es aber noch viel, viel schneller bergab. Für einen gläubigen Naturwissenschaftler, also christusgläubigen Naturwissenschaftler, gibt es nichts Unglaubwürdigeres als einen naturwissenschaftlich gläubigen Theologen. Das Verrückteste, was es überhaupt geben kann, nicht? Ein gläubiger Atomphysiker hat mir einmal gesagt, ihr Theologen, die ihr wissenschaftsgläubig seid, ich flehe euch an, glaubt an Jesus Christus und nicht an moderne Naturwissenschaft. Und er sagte dann, ich weiß nicht, ob ihr den Mann kennt, den Sokrates, er sagte dann, seid sokratisch weise. Und sokratisch weise sein heißt, und bitte, Sokrates war ein Heide, er hat an die Götter geglaubt und so weiter und hat dann diesen Satz verfasst, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und zwar mit zunehmendem Wissen und Erkennen, auch dem, was hier in unserer Schöpfung vorhanden ist, hat er immer mehr entdecken müssen, je größer ich das sehe, was ich da entdecke in der Schöpfung, umso kleiner wird mir das, was ich bisher entdeckt habe. Von daher, Gott ist weiser, er ist erhabener. Von daher können wir das heute gar nicht mehr sagen. Wir sind keine Heiden in dem Sinne, sondern wir leben im christlichen Abendland und sind Gott losgeworden in einer schrecklichen Weise. Wir als Theologen oder auch Nicht-Theologen, als normale Durchschnittsbürger, müssen wissen, man muss heute viel mehr wissen, um zu wissen, dass man nichts weiß. Ja. Diejenigen, die so ein kleines bisschen Wissen haben, die so ein paar Jahre die Schulbank gedrückt haben und vielleicht auch so noch ein paar Semester studiert haben, die meinen dann schon so viel zu wissen, auch unsere Evolutionisten, nicht? Die meinen schon so viel zu wissen, dass sie Gott ausschalten können und dass Gott nicht sein kann. Nur ich kann Ihnen nur eins sagen, fangen Sie einmal an, wirklich gründlicher zu arbeiten, dann werden Sie zu der Erkenntnis kommen und zu diesem Wissen, dass Sie gar nichts wissen und dass da wirklich ein Gott sein muss. Und weil das alles nicht vorhanden ist, deshalb ist der einfachste und billigste Glaube immer noch, dass man an die Wissenschaft glaubt, nur mit Verhängnissen verbunden. Weil wir aber fast alle ein sehr begrenztes Wissen haben, sind wir versucht, unser kurzsichtiges Wissen gegen Gottes Allmacht, Weisheit und Wissen aufzuspielen. Außerdem haben wir keine Erfahrungen gemacht mit dem lebendigen Gott und seiner Kraft, wie wir es hier im 1. Korintherbrief lesen, oder wie wir es ja auch in Markus 12, Vers 24 haben, hatte ich ja gestern darauf hingewiesen, nämlich, der Jesus sagt, warum könnt ihr nicht glauben? Einfach darum, weil ihr die Schrift nicht kennt und von daher keine Erfahrungen macht mit der Kraft Gottes. Und da, wo das nicht vorhanden ist, ist Glaube unmöglich. Ganz klar. Was uns also dazu verführt, von uns und unserem begrenzten Wissen zu hoch zu denken, ist ganz einfach der Ursprung der Sünde überhaupt. Nämlich, dass ich sage, ich will sein wie Gott. Ich bin auch schon wer, dieser elende Egoismus. Wissen und Weisheit sind aber sehr verschieden. Es gibt gewiss keine Weisheit ohne Wissen, aber es gibt leider viel Wissen ohne Weisheit. Und das ist allein das Wissen der materialistischen Naturwissenschaft. Sie hat nur Wissen, aber keine Weisheit mehr. Da liegt das Problem dann. Unser Denken, unser Alltag ist ja von der Naturwissenschaft sehr geprägt, auch unser Denken grundsätzlich vom Kindergarten an praktisch. Die Tochter der Naturwissenschaft ist dann die Technik, die ja sehr gefährlich werden kann. Und hier beginnen wir nun in unserem Denken immer mehr, dadurch, dass man ja technisch vieles
machen kann und dass vieles machbar geworden ist, immer mehr auch an die Technik, also an die Naturwissenschaft zu glauben. Hier kritisiere ich nicht die Naturwissenschaft, ich möchte das ganz eindeutig nochmal gesagt haben, sondern ich kritisiere den Missbrauch der Naturwissenschaft, der dahin kommt, dass wir in eine materialistisch-atheistische Denkweise hineinkommen. Die Materialisten haben als Grund und Ursache des Lebens und Seins die Materie. Und bitte jetzt ganz gut aufpassen. Aber nicht wie die Bibel es zeigt, zum Beispiel Johannes 1, Vers 1, da steht, im Anfang war das Wort. Das heißt, Gott hat gesprochen, sein Geist ist der zunächst handelnd ist. Der Materialismus geht davon aus, dass zunächst, jetzt passt gut auf, dass zunächst Materie war und dann erst Geist wurde. Sie sagen also, erst Materie, sie sei dann der Ursprung für den Geist. Sich selbst organisierende oder organisierte Materie, bis dann da draußen Professor wurde, nicht? Tolle Sache. Ich finde das ganz ungeheuer, nicht? Wie man an so eine herrliche Evolution glauben kann. Das würde praktisch heißen, das Gehirn ist erst, ja, ist nicht, ja, wie soll ich das nennen, Produzent des Geistes, sondern ist Instrument des Geistes. Nochmal, das Gehirn ist nicht Produzent des Geistes, sondern erst ist der Geist Gottes und der macht mich und mein Gehirn. Zum Beispiel ein Instrument, Musikinstrument. Überlegt mal, was war zuerst da, die Musik oder das Instrument? Ist doch wohl klar. Ist doch erst die Musik da gewesen und dann hat man ein Instrument gebaut, wo man diese Musik dann auch hörbar gemacht hat. Oder noch schöner, untermalen konnte. Der Materialismus will behaupten, dass also erst das Instrument und dann die Musik, also der Geist da war. Das heißt, dies widerspricht absolut dem Wort Gottes. Also, sei zuerst das Produkt des Geistes, also sprich Materie, und dann erst der Geist geschaffen worden. Das ist doch wohl ein Unding. Die Ursache dieses Denkens und der Ideologie des materialistischen Atheismus liegt in den Wissenschaften, die ich ja wirklich sehr liebe, wo sich aber Wissenschaftler über Gott und seine Ordnungen überheben, kommt es zu solch falschen Wegen und Entgleisungen, die dann katastrophale Folgen haben für die ganze Gesellschaft, für die Menschheit. Zum Beispiel sagt Bertolt Brecht, und er lässt seinen Galilei da jammern, was sind wir nun geworden? Ein Geschlecht von erfinderischen Zwergen, die für alles gemietet werden können. Und die Not der Wissenschaftler heute, die keinen inneren Halt mehr haben, ich will es so sagen, Wissenschaft ist alles gut und richtig, nur wo wir nicht mehr beten, auch im Labor, wird es zur Katastrophe. Und damit entdecken wir die Not, das Gelöstsein von Gott und damit von jeglicher Verantwortung vor jemand. Das ist das erste Problem. Und das zweite, die Käuflichkeit der Wissenschaftler, der Egoismus, der sich freut, wenn die eigene Tasche mit Geld gefüllt ist. Man darf gewiss forschen, arbeiten, Versuche machen, aber nur in der Verantwortung vor wem. Es gibt keine wertfreie Wissenschaft. Das Labor ist also nicht ex, wie wir das so schön haben, zum Beispiel bei einer Botschaft, dass sie exterritorial ist. Dass man sagt, also das ist ein Stückchen Land, da kann ich machen, was ich will. Sondern egal auf welchem Gebiet ich bin in dieser Welt, ich bin immer auf dem, was Gott geschaffen hat und ich arbeite daran. Es ist nicht alles erlaubt, nur weil es wissenschaftlich ist. Kein Wort gegen Wissenschaft. Aber in einer von Gott gelösten Wissenschaft
sitzt Satan mit seinen zerstörerischen Zukunftsplänen mit an dem Tisch, wo man friedlichen und den Menschen helfenden neuer Planungen und so weiter nachgeht. Nur sieht jemand Satan auch an diesem Tisch mitsitzen? Leider nicht. 1959 wurde zum Beispiel proklamiert ganz groß weltweit Atome für den Frieden. Und zwar um den Menschen damit zu helfen und zu dienen. Der wissenschaftsgläubige Mensch glaubt ja an das technisch Machbare. Er versucht im atheistischen Materialismus hier diese Welt als neues Paradies einzurichten. Aber die Pforten zur Hölle hat man doch aufgestoßen, die Leute. Da liegt doch unser Problem. Der Mensch lebt nur diesseits bezogen. Der Christ ist gewiss nicht dümmer. Er hat Leitung und Korrektur. Er hat die Möglichkeit der Bewahrung vor der eigenen Hand, die weitergreifen will. Und er darf hier schon erfahren, wie Gott ihn bewahrt vor Dingen, die er heute durch dies, was er da auslöst, noch nicht übersehen kann. Gott zeigt uns durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist zum Beispiel auch die Ergebnisse in seinem Wort ganz eindeutig, die durch unser gottloses Verhalten zur Folge in unserem eigenen Leben geschehen. Die Zukunft heißt also auf keinen Fall Wissenschaft oder auch nicht Atheismus, sondern die Zukunft heißt, wenn wir überhaupt noch eine haben, dann Jesus Christus. Man wird immer vermessener in der materialistischen Naturwissenschaft, alles im Namen der sogenannten wissenschaftlichen Forschung. Es gibt keine Grenzen, die man mehr einhält, keine auch von Gott gegebenen Begrenzungen. Man greift bis hinein in den Mutterschoß. Glaubt ihr wirklich, dass das gut geht? Ich nicht. Da hat Gott uns klare Dinge gezeigt in seinem Wort. Wo führt das hin? Wir werden alle an diesen eschatologischen, also endzeitlichen Katastrophen teilhaben, die der Mensch sich selber eingeleitet hat. Das Schlimmste an der, und jetzt meine ich bewusst nur bösen Naturwissenschaft, also Wissenschaft ohne Gebet, ja. Das Schlimmste an der bösen Naturwissenschaft, also ohne Gott, sind ihre guten Seiten. Merkt euch mal den Satz. Das Schlimmste an der bösen Naturwissenschaft sind ihre guten Seiten. Das, was glitzernd und imponierend macht, einsichtig und verführt. Eva sah, wunderschön diese Frucht, sie sah, sie nahm, sie aß. Es ist praktisch das Geschenkpapier, in das Satan das Böse einwickelt. Er ist eine hochintelligente Persönlichkeit, die weiß, dass er das Böse nicht so ohne weiteres verkaufen kann, sondern er muss es gut verpackt anbieten. Außerdem hat er es fertiggebracht, seine Nicht-Existenz deutlich zu machen. Und je böser etwas ist, umso mehr sogenannte gute Seiten hat sie. Denkt mal darüber nach. Dann wird da auch in den Mutterschoß eingegriffen. Und die sogenannten guten Seiten heißen dann, man kann ja doch vielleicht jemandem mal damit helfen. Toll, nicht? Das ist eine wunderschöne wissenschaftliche Formulierung, nicht? Ja, ja. Eine Wissenschaft bzw. ein Wissenschaftler oder ein Wissenschaftsgläubiger, der nicht betet zu dem Herrn Jesus Christus und damit dem Vater im Himmel in letzter Konsequenz verantwortlich ist, ist schon hier in seinem Leben und in dem, was er tut, dem Würgegriff genau dieser Machtbereiche der Finsternis und der Dämonie einfach ausgeliefert, und er muss tun, was Satan will, nämlich Zerstörung bauen. Ora et labora. Dieses Wort sollten wir uns zu Herzen nehmen, bete und arbeite. Nicht im Labor auch? Ich glaube schon. Die
Wertfreiheit der Wissenschaft ist doch auch ein Wert, oder? Nämlich, sie setzt alle anderen Werte außer Kraft, auch die göttlichen Werte. Und das ist der Grund dafür, warum es diese Wissenschaft oder warum uns diese Wissenschaft an den Rand auch der materiellen Existenz gebracht hat. Die Atombombe gibt davon Zeugnis in hunderttausendfacher Ausführung. Sie hat uns also nur noch mehr Ausweglosigkeit gebracht und zu bieten. Moralisch ist natürlich auch der Naturwissenschaftler vor Gott verantwortlich. Das ist das Ergebnis des Arbeitens ohne Gebet. Ist ein Christ dümmer? Macht Christsein dümmer? Nein. Wer mit Jesus Christus als Herrn lebt, der ist diesem großen Gott verantwortlich und der muss nicht in Bereiche hineingreifen, die dann dazu führen, dass er sich selber und andere zerstört. Wissenschaftsgläubigkeit führt nach Gottes Wort, könnt ihr nachlesen, immer wieder dazu, weil wir uns von Gott abseilen, dass Gott seine, wie wir gestern Abend gesagt haben, bewahrende Hand in drei Etappen Stück um Stück zurückzieht. Was dabei rauskommt, ist Katastrophe. Bin ich deshalb, weil ich sage, die Atombombe ist schlecht und sie bringt uns um, wenn man so ein Dreckdingen da zündet, über Korbach. Bin ich deshalb dümmer als die anderen? Aber ich habe auf meinem Auto hinten draufstehen, keine Angst, also vor Atom, keine Angst. Jesus rettet. Ich habe keine Angst vor der Atombombe. Warum nicht? Weil ich weiß, dass mein Gott größer ist auch als die Atombombe. Ganz sicher, ohne Frage. Und wenn ich hier meine Augen schließe, dann bin ich bei meinem Herrn, da habe ich keine Probleme. Nun, also Ergebnis dieser modernen Naturwissenschaft, oder wieso es überhaupt dahin gekommen ist, ist immer nur Arbeiten ohne Beten. Man betet nicht mehr. Den Teufel wird man dazwischen nicht erwischen. Aber er steckt von Anfang an in diesen Dingen drin. Dass die Bomben in Ost und West noch nicht losgegangen sind, ich weiß nicht, inwieweit ihr überhaupt über diese Dinge informiert seid, wir kriegen schon mal so ganz interne Informationen, weil ich verschiedene Naturwissenschaftler als Freunde habe. Und die haben da schon mal so gewisse Drähte, nicht? Wie oft auch Raketen schon aus den Startlöchern herausgefahren werden und dann nur noch so in letzter Sekunde aufgehalten werden. Warum? Weil Computer verrückt spielen. Und ich kann euch nur sagen, dass es in Ost und West noch nicht zu der letzten Katastrophe gekommen ist, dass nicht da irgendwo ein Bunker aus Versehen wirklich hochgegangen ist mit den so und so viel Sprengköpfen und die dann rübergeflogen sind. Und wenn die rüberfliegen, kommen ja herüber auch einiges. Dass das noch nicht geschehen ist, kann ich eigentlich nur sagen, ist Barmherzigkeit Gottes, die in seiner Liebe seine Hand darüber gehalten hat. Sonst gar nichts mehr. Wer ohne Gebet arbeitet, ob als ganz normaler Durchschnittsbürger oder als Naturwissenschaftler, ist ständig in Gefahr, sich selber und seine Umwelt kaputt zu machen, sein Leben und das des anderen zu zerstören. Man weiß nicht, wo es endet, aber man macht ständig weiter. Machen das die Naturwissenschaftler nur alleine so? Oder geht es dir und mir nicht in deinem ganz persönlichen Leben auch so? Du weißt genau, kein Ziel, gar nichts, du weißt überhaupt nicht, wo die Sache endet. Was machst du eigentlich da mit deinem Leben? Wie geht es eigentlich weiter? Wo führt das hin? Warum läufst du diesen Weg weiter, trotzdem ohne Gott? Ach so, du sagst, die Christen sind ja alle doof. Na, bitteschön, nur hast du wirklich mal die Kosten überschlagen in deinem Leben? Wissenschaftler erzittern heute bereits vor dem,
was sie als Ergebnis in ihrem Leben da schon alles geschafft haben, was Satan auch in ihrem Leben bewirkt hat. Aber Theologen schreiben heute Bücher mit dem Titel, zum Beispiel in der Schweiz erschienen, Abschied von Satan. Es wäre ja so schön, wenn das wahr wäre. Sie schreiben also Bücher über die Nicht-Existenz Satans. Und weil sie an Satan auch nicht mehr glauben, oder weil sie an Gott nicht glauben, wissen sie natürlich auch von Satan nichts, nämlich auch ein Besessener, ich sage das hier mal so, auch ein Besessener merkt nur seine Besessenheit da, wo er in das Licht Gottes hineingestellt wird, wo er dem Herrn Jesus begegnet, da rebelliert doch erst die Dämonie oder die unsauberen Geister, die in ihm drin sind. Ein Atomphysiker sagte einmal, in meinem Labor ist mir mehrere Male der leibhaftige Satan begegnet. Und das ist ein, ich will den Namen hier nicht nennen, einer von den Atomphysikern, der die Wasserstoffbombe erfunden hat. Er lebt noch. Die Wissenschaft begrenzt sich allein auf das Messbare und Fassbare und auch Machbare, was erkennbar und damit real ist. Für sie real. Das führt zur Unterwanderung durch solche Bereiche, die über die Materie hinausgehen. Eine andere, auch reale Dimension ist also für den Wissenschaftler nicht erfassbar. So kann zum Beispiel Satan Wissenschaftler verführen und treiben, ohne dass sie sich gegen ihn, gegen diese große Unbekannte oder den großen Unbekannten verwahren, gegen ihn in irgendeiner Weise schützen können. Er herrscht über sie. Wo ich lebe, ohne Gebet, das heißt ohne Hingabe an den Herrn Jesus Christus, ist mein Weg bestimmt genau von dem, der nur meine Katastrophe will. Und ich habe da ja auch gestern schon mal darauf hingewiesen, überlegen wir das nochmal, Matthäus 25, die ewige Verdammnis ist nicht für die Menschen gedacht gewesen, sondern für Satan und die mit ihm abgefallenen Engel, also sprich Dämonen. Und Satan hat gar nichts anderes vor, als dich und mich genau an diese Stelle mitzubekommen. Ihm reicht das nicht, dass er schon eine Menge Engel mitverführt hat, die in der ewigen Verdammnis enden, sondern er will dich auch dabei haben. So nett ist er zu uns. Aber der Jesus kam genau in diese Welt, um diese Werke des Teufels, Satans, zu zerstören. So sagt es uns Gottes Wort. Christen sind also nicht besser. Aber sie haben etwas Besseres gefunden. Die verschiedenen Disziplinen der Wissenschaftler oder der Wissenschaften müssen einen Christen nicht zum Gott werden, der in der Gestalt Satans dann zur Katastrophe führt und treibt. Außerdem weiß ich als Christ sicherer und genauer Bescheid über die Zukunft als der, der da zum Wahrsager hinläuft und sich dann über diesen Weg auch nochmal Satan verkauft. Schauen Sie einmal, das Leben dieser hochgestellten Persönlichkeiten, reichen, satten und doch so armen Wissenschaftler und Wortführer unserer Generation an. Sinnerfüllung? Ich habe viele kennengelernt schon. Ich habe keinen gefunden, außer denen, die wirklich Christen geworden sind, die wirklich sagen konnten, ja, ich habe ein sinnerfülltes Leben. Ich habe auch eine gewisse Zukunft, eine Ewigkeit, auf die ich mich verlassen kann, weil Christus dahinter steht. Wo suchen eigentlich solche Leute in der katastrophalen Erkenntnis ihrer eigenen Entwicklungen? Wo suchen sie eigentlich Trost, Hoffnung, Ausweg, Hilfe? Wisst ihr wo? In übersinnlichen Dingen. Überlegt einmal. Die Leute, von denen man eigentlich annehmen müsste, sind mir oft genug begegnet, von denen man eigentlich annehmen müsste, die sind so hochintelligent, die haben doch das Leben irgendwo im Griff. Nein, genau die Leute stecken durchweg
In spiritistischen Kreisen und in Kreisen der Freimaurer. Ich habe ja gestern Abend schon mal darauf hingewiesen. Und zwar versuchen sie über übersinnliche Wahrnehmungsmöglichkeiten, dass sie Tote befragen und dass sie sich Satan weihen und so weiter. Versuchen sie eine Hoffnung in ihre hoffnungslose Situation zu bekommen. Das heißt, einmal hat Satan sie verführt, dass sie in der Katastrophe enden müssen, in dem, was sie da Wunderschönes entwickelt haben. Und zum Zweiten verlieren sie sich wieder an ihn. Überlegt mal, was für eine Idiotie, in die sie hineingekommen sind, in einen Kreislauf der Katastrophe. Sind Christen wirklich dümmer? Sie sind wieder geendet, diese Leute, bei dem, der sie vorher schon mal blind gemacht hat und der sie jetzt zum zweiten Mal verführt. Und zwar nun auf Kosten ihrer Seele. Das ist das Schlimme bei der ganzen Geschichte. Das heißt also, einmal verführt, dass er Katastrophe schafft, auch die Atombombe zum Beispiel, nicht? Und jetzt zum Zweiten, dass er dann in diese Kreise da hineingeht, übersinnliche Wahrnehmungen und so weiter, und dann seine Seele an Satan verspielt. Überlegen wir einmal, hören wir doch mal ganz kurz hin, so ein paar Schlussakkorde großer Männer. So ganz toll, wie ehrlich Menschen, auch große Männer, die wirklich was zu sagen hatten in dieser Welt, wie die gestorben sind. Ich glaube, da können wir so ein klein bisschen Echtheit und Ehrlichkeit entdecken. Ob Christen wirklich so viel dümmer sind als die anderen? Ich denke zum Beispiel an den Verfasser des Buches Schöne neue Welt, ist ein doller Atheist. Wisst ihr, was der geschrieben hat? Dass man alle Dinge so beurteilen sollte, als sehe man sie vom Sterbelager aus. Er hat zum Beispiel geschrieben, dass grundsätzlich das Leben Katastrophe ist, auf dem Sterbebett, so die letzten Dinge, die er dann noch festhalten konnte. Dass alles Katastrophe ist, wenn man keine letzte Hoffnung und Geborgenheit hat, weil in der letzten Stunde alles kaputt bricht, auch seinen Ruhm und alles, nicht? Da hilft kein Leben hier, wenn drüben kein Leben wartet. Voltaire, der berühmte Spötter, hatte ein schreckliches Ende. Zum Beispiel seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Ein anderer Atheist schrie, ich bin in den Flammen. Seine Verzweiflung war eine schreckliche Szene. Heinrich Heine, der große Spötter, er tat später Buße. Gegen sein Lebensende schrieb er nun das Gedicht, zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Gott, ich knie nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Von Napoleon schrieb sein Leibarzt, der Kaiser stirbt einsam und verlassen, sein Todeskampf ist furchtbar. Oder Karl IX. Von Frankreich, ich bin verloren, ich erkenne es deutlich, hat er geschrien. Oder Sir Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß ich und fühle, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Goethe, naja, große Schnauze, Entschuldigung, nicht? Viel dummes Zeug, der ja im Faust sich selber dargestellt hat als einer, der sich bewusst an Satan verloren und ihm verschrieben hat. Er hat geschrien fürchterlich, mehr Licht! Das war das, was er noch schreien konnte. Nietzsche, er starb wahnsinnig. Lenin starb in geistiger Umnachtung. Er bat Tische und Stühle um Vergebung seiner Sünden. Unsere revolutionäre Jugend wird eifrig und lautstark versichert,
die Stimme auf keinen Fall. Es wäre auch zu peinlich, zugeben zu müssen, dass der Götze von Millionen sich so offensichtlich selbst gestürzt hat. Churchill auf seinem Sterbebett: Welch ein Narr bin ich gewesen! Oder Jaroslawski, Präsident der internationalen gottlosen Bewegung, er schreibt und, oder hat gesagt zum Ende: Bitte verbrennt alle meine Bücher. Seht den Heiligen, er wartet schon lange auf mich. Er ist hier. Nun, ich denke, das reicht, um uns daran zu erinnern. Sind Christen wirklich so viel dümmer als die anderen? Oder macht Christ sein dumm? Auf keinen Fall. Das Dritte: Ich glaube, dass Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber sich auszahlt. Warum? Weil Gott selber dahinter steht. Ich will da nur so zwei Verse einmal vorlesen. Einmal bei Josua, das ist aus dem Alten Testament. Da steht zum Beispiel in Vers 8 folgendes: Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Das heißt, nicht rede da ständig von, sondern, das ist eine Bildersprache, kau es, schluck es, nimm es in dich auf. Lass das Buch dieses Gesetzes, also hier Gottes Wort, nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass du es haltest und tust, alle Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. So, und jetzt kommt die Verheißung. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Das ist noch ein bisschen mehr als nur Wissen. Und ein zweites Wort aus dem Johannesevangelium, was der Jesus da seinen Jüngern verheißt, denen er sagt, dass, wenn sie ihm treu sind, er Großes tun will. Und zwar im Vers 7: Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Da ist die Wissenschaft mit ihrem Talent lange am Ende. Zum Beispiel ein Psychiater, der meinte, er könnte auch schon alles, nicht, war aber dann irgendwo auch mit seinem Latein am Ende. Und dann sagte ich ihm: Wissen Sie, da, wo Sie aufhören, wo Sie nichts mehr können, da fängt der Jesus gerade erst an. Und da darf ich in seinem Namen immer noch handeln, da können Sie schon lange nichts mehr. Oder hier in Vers 16: Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, damit eure Frucht bleibt. Wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Na, ist das nichts? Nur ob Segen oder Fluch dein Leben bestimmt, das entscheidest du für dich selber. Das Vierte: Zu tun, was die Gesellschaft so im Allgemeinen für richtig hält oder tut, so was man tut, ist das vielleicht Freiheit? Wenn man heute zum Beispiel sagt, ach, man kann doch viel früher, man muss doch nicht bis auf der Hochzeit warten, ne? Kannst doch viel früher mit deinem Mädchen da zusammenziehen oder deinem Freund und dann im Bett steigen mit ihm, oder? Ist das Freiheit? Oder nur das tust, was die Gruppe diktiert? Ich bitte dich. Oder zeugt das vielleicht von einer Persönlichkeit? Oder versucht nicht da vielleicht eine andere Ideologie, und das gezielt, auch vom Osten her, das kann ich euch beweisen aus verschiedenen anderen Dingen, versuchen sich da nicht die wirklich Ideologen von drüben und Manager uns hier zu Waschlappen zu erziehen, damit unser Volk kaputt geht, damit sie uns hier im Handstreich nehmen können? Bin ich nicht Sklave der Gruppe, wenn ich da, weil alle das so tun, das auch tue? Auch in meinem Denken, in meinem eben auch sündigen Denken oder auch in meiner Ehe vielleicht? Christen haben eine geheiligte und individuelle Entwicklung durch den Heiligen Geist Gottes. Das heißt, Gott gibt uns, denen, die Christen sind, alles das, was sie von Natur aus nicht mal haben, aber brauchen. Wenn ich in der Abhängigkeit von meinem Herrn bewusst lebe,
dann darf ich von ihm auch erwarten, dass er mir alles das zur Verfügung stellt, was ich von mir, von Natur aus nicht habe. Ich habe das ja gestern Abend so gesagt, will das nur noch einmal mit einem Satz streifen. Wenn ich daran denke, an meine Kindheit und die Zeit meiner Schule oder Schulzeit, dass ich einfach nicht fähig war, einen kompletten Satz zu sagen oder irgendwo in der Jugendgruppe irgendwie was, eine Einleitung für die Bibelarbeit, ist eine völlig unmögliche Sache gewesen, weil ich schon nach einem Satz nichts mehr sagen konnte. Warum? Weil die Stimme weg war, vor lauter Aufregung und Theater. Mathematik und Physik, ja, da immer, aber reden, unmöglich. Nur, als Gott mich berufen hat und ich gesagt habe, okay, Herr, dann bin ich bereit zu gehen, obwohl alle, auch meine Umwelt, gesagt hat, du, reden, predigen, unmöglicher Fall. Da kann ich euch nur sagen, erstmal hat Gott mich herausgeholt aus meiner ungeheuren Ängstlichkeit. Ich bin von Natur aus ein Typ, der unheimlich Angst hatte und Heimweh hatte, noch und nöcher, der also schon, wenn jemand laut hustete, schon fast weggelaufen ist, nicht? Aber der einfach dadurch, weil ich erlebt habe, dass Jesus Christus mehr ist, als nur so ein bisschen Ideologie, so ein bisschen, naja, man glaubt halt an irgendwas. Dass ich von daher, ich würde sagen, keine Angst mehr haben muss. Fünftes und letztes, ich habe eine sichere Zukunft und kann mich mit Gelassenheit, in heiliger Gelassenheit, diesem Herrn und meiner Zukunft ergeben, ohne Angst haben zu müssen. Macht Christsein dumm, war die Frage? Ich glaube nein, denn Christen haben mehr Einblick und mehr Weitblick vom Wort Gottes her. Zweitens, sie werden weiter und tiefer hineingeführt in Zusammenhänge durch den Geist Gottes, als das der normale Mensch überhaupt kann. Sie werden bewahrt und können bewahren, haben eine bewältigte Vergangenheit und eine gewisse Zukunft. Und damit sind wir beim letzten, beim Ende. Er schenkt die Möglichkeit über alle normalen Möglichkeiten hinaus, dass wir beten können. Dass wir sogar Dingen, die uns begegnen und die uns irgendwo niederschlagen wollen, im Namen des auferstandenen und wiederkommenden Herrn Jesus Christus gebieten können, in seinem Namen. Leben aus ihm und zu ihm hin. Das ist unser Leben, was nicht weniger ist und mit Sicherheit nicht weniger sein wird, sondern mehr als alle anderen haben können.